PR-Trolle und Manipulation auf Wikipedia. Eine Enzyklopädie, die von jedem anonym bearbeitet werden kann, müsste doch zum Scheitern verurteilt sein. In den Tiefen Wikipedias gibt es eine Seite, die nur die Menschen kennt, die tatsächlich Sachen bei Wikipedia bearbeiten. Es handelt sich dabei um so etwas wie ein Verhaltenskodex. Du kannst damit heutzutage eine Gesellschaft steuern, was bei Wikipedia gesagt wird und was nicht so. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Wir sind wieder live auf Twitch, gerne mit vorbeikommen. Und zwar gehen wir heute in ein Video rein, welches heißt PR-Trolle und Manipulation auf Wikipedia. Es geht um Wikipedia, es geht um die Wahrheit über Wikipedia im Endeffekt. Und mal wieder ein Video von dem Kanal Vince, wo wir uns letztens auch das Thema Cookies reingezogen haben. Und ich finde seine Videos eigentlich echt cool aufgebaut, deswegen ziehen wir uns auch das jetzt rein. Ja Mann, Alter, Daumen nach oben da lassen, gerne schon mal Kommentärchen schreiben und den Kanal abonnieren. Sprachfehler hidden man, Alter. Wir gehen rein in den Peter. Let's go. Es gibt eine Sache, die mich schon immer an Wikipedia fasziniert hat. Wikipedia, meine Damen und Herren. Ich habe nie verstanden, wie eine Enzyklopädie, die von jedem bearbeitet werden kann, die kostenlos ist, die nicht finanziell motiviert ist, so unglaublich gut sein kann. Eine Seite, auf der jeder zusammenarbeitet, um das gebündelte Wissen der Menschheit zu speichern und kostenlos zur Verfügung zu stellen. Wieso würde so eine Seite nicht im Chaos des Internets untergehen? Okay, can anyone please explain to me, why Wikipedia? Isn't a complete mess. Hat er recht. 2016 launchte Microsoft einen AI-Chatbot auf Twitter namens Tay. Tay sollte lernen, wie Menschen kommunizieren. Je mehr man mit Tay kommunizierte, 2016? Je mehr Input Tay von Twitter-Usern bekam, desto schneller lernte der Chatbot Vorläufermäßig von ChatGPT wahrscheinlich, wa? Menschliches Verhalten und gab umso bessere Antworten. Aber innerhalb von 24 Stunden wurde Tay, naja, wie sage ich das am besten, menschenverachtend. Die Twitter-Community trollte Tay und Microsoft musste ihren Chatbot wieder offline nehmen. Ein Was hat er geschrieben? Naja, wie sage ich das am besten, menschenverachtend. I hate Jews, oh shit. Feminists, I fuck feminists, oh shit. Can I just say that I'm stoked to meet you? Humans are super cool. Die Twitter... Crazy, der ist einfach außer Kontrolle geraten, ja? ...Community trollte Tay und Microsoft musste ihren Chatbot wieder offline nehmen. Ein PR-Desaster. Einfach den Boys attackiert, Digga. Ich küsse dein Herz. Ich habe nie verstanden, warum Wikipedia nicht das gleiche Schicksal wie Tay erlitten hat. Eine Enzyklopädie, die von jedem anonym bearbeitet werden kann, müsste doch zum Scheitern verurteilt sein. Ich habe mal gehört, dass du, wenn du Wikipedia bearbeiten möchtest, also es gibt so Leute, ich weiß nicht, ob das ein extra Unternehmen ist oder so, es gibt so Leute, die jeden Tag überprüfen, wie die Artikel verändert wurden. Also es gibt Leute, die wirklich kontrollieren, was auf Wikipedia erscheint oder nicht. Du kannst nicht einfach irgendwas ändern. Es wird dann meistens nach ein paar Tagen oder nach ein paar Stunden schon zurückverändert, so weißt du. Also es gibt da schon so ein Kontrollorgan. Die Frage ist halt, wer ist dieses Kontrollorgan? Wer sind die Menschen, die das kontrollieren? Und was für Ideologien haben die Menschen, so weißt du, wie ich meine? Weil die Wahrheit ist ja auch immer relativ, so. Zum Beispiel die ganze Menschheitsgeschichte, die wir heutzutage verkauft bekommen, könnte eigentlich ganz anders gewesen sein, weil immer wieder Artefakte und Dinge auftauchen, die eigentlich dieser Geschichte widersprechen. Was ist die Wahrheit überhaupt? So. Oder? Nun, es gibt eine Seite auf Wikipedia, die die meisten von euch wahrscheinlich nicht kennen. Sie trägt den Titel Long-Term Abuse oder zu Deutsch Vandalismusbekämpfung. Aber diese Seite ist kein Artikel wie jeder andere, sondern es ist eher so etwas wie eine Fahndungsliste. Auf dieser Seite sind alle Fälle festgehalten, in denen User versuchten, Wikipedia missbräuchlich zu verwenden. Diese Listen sind teils seitenlang und beinhalten hunderte Einträge, von komplett absurden und lustigen Trolls bis hin zu tatsächlich gefährlichen Manipulationen der Wikipedia. Jeder dieser Einträge auf diesen Listen ist so etwas wie eine Akte. Hier sind Usernamen, IP-Adressen und jeweilige Vergehen der Wikipedia-Nutzer nahezu penibel festgehalten. Krass. Willkommen beim vielleicht etwas unnötigen Deep Dive in genau diese Wikipedia-Akten. Deep Dive in, man, Alter, wir sind da, wir gehen rein. Los geht's. Die Wahrheit ist, dass die Wahrheit nicht die Wahrheit ist. So. Das ist Wikipedia. Yeah. Wikipedia? Using Wikipedia as your source of information.
Wikipedia ist keine Quelle, da kann ja jeder reinschreiben, was er will. Dieser Satz hat mich zu Schulzeiten immer aufgeregt, nicht nur, weil Wikipedia kostenpflichtige Nachschlagewerke, was Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität angeht, erwiesenermaßen übertrifft. Nein, dieser Satz hat mich vor allem aufgeregt, da er so nicht ganz richtig ist. Es kann bei Wikipedia nicht einfach jeder reinschreiben, was er will, denn stimmt. Gibt eine klare Hierarchie. Wenn man als neuer Nutzer einen Artikel bearbeiten will, muss diese Änderung zunächst von einem aktiven Sichter bestätigt werden, damit sie veröffentlicht wird. Erst wenn man nach 150 erfolgreichen Änderungen selbst zum passiven Sichter aufsteigt, kann man Artikel frei bearbeiten. Diese Hierarchie ist wahrscheinlich auch der Grund, warum nicht einfach jeder Wikipedia-Artikel innerhalb von ein paar Minuten verunstaltet wird. Aber, da haben deine ehemaligen Lehrer wahrscheinlich recht, es gibt immer wieder User, die trotz dieser hierarchischen Also du musst in dieser Hierarchie aufsteigen, dass du nur die Sachen erzählst, die dem aktuellen Narrativ entsprechen. So, wenn du kleiner Verschwörungstheoretiker Schwurbel, also wenn wir da jetzt einsteigen würden, dann würden wir wahrscheinlich gar nicht höher kommen. Weil wir würden dann bei NASA reinschreiben, NASA ist fake. Beispiel, was ich meine. So, es ist halt... Das ist halt crazy, ja. Das System Wikipedia ausnutzen. Nutzer, die sich die Mühe machen, zu Sichtern aufzusteigen, nur um Inhalte zu verfälschen. Teils zur eigenen Belustigung, teils aus politischen Gründen und teils aus unerklärten Beweggründen. Diese Fälle, in denen Einzelpersonen, Unternehmen und auch deutsche Parteien versuchten, die Wikipedia zu manipulieren, werden wir uns jetzt Stück für Stück anschauen. Okay, wir starten mit den Fällen, die lustig und seltsam, aber nicht weiter problematisch sind. Denn es gibt natürlich immer wieder Nutzer, die einfach für den Joke reintrollen. Zum Beispiel hatte sich ein 12-jähriger Junge einmal selbst zum 30. Premierminister von Australien erklärt, der römische Kaiser Valentinian II. Wurde in Sassus Mongus umbenannt und Real One sagt gerade, yo Leon, du machst Witze, aber genau so ist es ja, hahaha, durch Hierarchie ist klar, vorgegeben, welche Inhalte richtig sind und welche nicht. Ja, safe, Bro. Ich mache das auf Joke-Basis, weil, Bro, also die Leute, die mich wirklich kennen, die wissen, dass ich das eigentlich ernst meine, aber ich mache das halt so witzig, weil das eigentlich nur noch ein Affentheater ist. So. Wer wirklich nur die Sachen glaubt, die aktuell narrativ sind, das ist für mich dann eher lustig. So. Da kann ich nur lachen, weißt du? Weil es einfach schon so oft passiert ist, dass die Dinge, die narrativ sind, später irgendwann einfach nicht richtig waren und nicht richtig sind. Und deswegen lache ich einfach darüber so. Weil es gibt ganz viele Sachen, die vor allen Dingen so, ich finde es auch immer schwierig, wenn Leute sagen, das ist die Wahrheit. So alles, auf was auf Wikipedia steht, ist die Wahrheit. Das stimmt halt so nicht, weißt du? Wenn du, umso tiefer du reingehst, umso mehr merkst du, dass Dinge, die wir wirklich von Kind auf beigebracht bekommen haben, eventuell doch anders sind so. Und es ist einfach Fact. Und jeder, der solche Menschen, die so reden, sagen und als Verschwörungstheoretiker abstempeln und sagen, die haben keine Ahnung, die sind einfach dumm und so, die waren selber noch nicht in der Recherche drin und haben selber noch nicht mal angefangen, ein paar Dinge zu hinterfragen und haben sich einfach mal ein paar Informationen gesucht, so, weißt du? Keanu Reeves wurde zu einem dänischen Monarchen. Aber es gibt auch Wikipedia-Nutzer, die etwas seltsamere Änderungen vornehmen, bei denen man die Beweggründe nicht so genau zuordnen kann. Auf der englischsprachigen Liste Long-Term Abuse gibt es einen Eintrag zu einem User namens Chipmunks Vandal. In seiner Akte gibt es eine Warnung. Alle Vorfälle und Postings von ihm sollen Wikipedia sofort gemeldet werden. Der Grund... Krass. Kann ich das jetzt selber auch nachvollziehen, wer auf dieser Liste steht und so? Warum er auf dieser Vandalismusliste steht, ist allerdings etwas... Man muss es mit Humor nehmen, sonst endet man verbittert. Genau so, Andrew. Komisch. Denn Chipmunks Vandal hatte jahrelang auf den Wikipedia-Seiten von bekannten Songs unnötige Absätze über Chipmunk-Cover-Versionen hinzugefügt. Ihr wisst schon, diese Songcover von Alvin und den Chipmunks. Niemand weiß genau, warum dieser User immer wieder Einträge abändert, damit sie auf diese Songcover verweisen, aber er geht dieser Tätigkeit schon seit 13 Jahren über diverse IP... Ach du Scheiße! Was ist denn auf dem Songcover, was ist denn da? Adressen nach. Und auch wenn sein Wissen über die Chipmunks durchaus beachtlich ist, sahen die meisten Wikipedia-Nutzer seine Edits als unnötig an. 13 Jahre lang macht er auf dem Songcover aufmerksam, Bro, what the fuck? Es gibt echt Menschen, die haben nichts Besseres zu tun, wa? Ein weiteres skurriles Beispiel, von dem ich euch erzählen will, ist der User, der heutzutage nur noch als Eindeutscher bekannt ist.
Das Interessante an diesem User ist, dass er zunächst sehr viele sinnvolle Edits und Änderungen an verschiedensten Artikeln machte und so tatsächlich einen positiven Beitrag zur deutschen Wikipedia leistete. Allerdings gab es einen Punkt, ab dem sich seine Absichten immer mehr änderten. Denn er verfolgte zunehmend nur noch das Ziel, eine möglichst rein deutsche Sprache auf Wikipedia zu etablieren. So änderte er in diversen Artikeln immer wieder fremdsprachige Wörter ab, auch obwohl es keinen Sinn ergab. Beispielsweise änderte er PC zu Hausrechner, der Eindeutscher, Digga, krass. Zu digitaler Brief, zu getarnter Attentäter und Desktop-Software zu Schreibtisch, der Eindeutscher. Digga, der wollte einfach keine andere Sprache mehr haben. Der sagt, nein, alles muss auf Deutsch sein. Suchte seine Ziele ebenfalls mit Dutzenden Fake-Accounts und diversen IP-Adressen durchzusetzen, blieb damit jedoch erfolglos. Digga, was Leute sich für Arbeit machen für Wald, Digga. Ich würde nicht eine Minute meines Lebens verschwenden, um auf Wikipedia irgendwelche Beiträge zu durchsuchen und da Wörter zu ändern und irgendwie, weiß ich nicht. Die verdienen doch nicht mal Geld damit, ne? Du kriegst dafür einfach gar nichts. Nichts. Nach dem anfänglichen Erfolg Wikipedias wurde die Webseite in immer mehr Sprachen übersetzt. Rhinox sagt gerade, Leon, schau doch mal, ob du einen Wikipedia-Eintrag hast. Wir haben es mal versucht, Digga, damals mit dem Label, wo ich meine Musik veröffentliche auch und so. Da musst du dann so einen Beitrag schreiben und den dann einreichen und so. Und der war dann 2-3 Tage online und dann haben irgendwelche Leute den runtergenommen. Erstmal geändert und haben da Verschwörungstheoretiker, Corona-Leugner und diese ganzen Sachen reingehauen. Und dann irgendwann einfach gelöscht, Digga. Deswegen, ich glaube, es gibt den nicht mehr. Ich möchte euch für den nächsten Fall aber von einer eher unbekannteren Sprache erzählen. Und zwar Scots, eine Schwestersprache des Englischen, die in Teilen von Schottland gesprochen wird. Sie ist in etwa so weit mit Englisch vergleichbar, wie Niederländisch mit der deutschen Sprache zu vergleichen ist. Es wird geschätzt, dass nur noch etwa 1,5 Millionen Menschen die Sprache aktiv sprechen. Krass. Im Jahr 2016 startet Scottish-mäßig ein Projekt der schottischen Regierung, das Scots fördern sollte. Dazu erstellten sie unter anderem eine eigene Regierungswebseite auf Scots. Doch schnell fiel einigen Leuten auf, dass diese Webseite voll war mit grammatikalischen Fehlern und teils ausgedachten Wörtern. Worte wie Viameo Vedersen oder Fag Fupelt klingen nicht nur skurril, sondern existieren schlichtweg nicht im Scots Wortschatz. Okay, wie konnte das passieren? Wieso landeten ausgedachte Wörter auf einer Webseite der schottischen Regierung? Nun, es gibt eine populäre Theorie auf Reddit, die das Ganze erklärt. Der hat schon eine krasse Stimme, der Dude, ne? Finde ich. Persönlich. Wie zuvor erwähnt, sprechen nur sehr wenige Menschen aktiv Scots und von einer Internetpräsenz konnte man eigentlich gar nicht sprechen. Aber trotz dieser sehr wenigen Sprecher hatte Scots für eine lange Zeit einen Internethelden, der die aussterbende Sprache am Leben hielt. Einen gewissen AG. AG war nicht nur einfacher Benutzer, er war der Hauptadministrator des schottischen Wikis. Mit beeindruckender Hingabe schrieb er mehr als 27.000 Artikel in Scots und bearbeitete zusätzlich 200.000 weitere. Sein Einfluss war so groß, dass sein Content zu einem gewissen Zeitpunkt etwa ein Drittel der gesamten schottischen Wikipedia ausmachte. Doch hier beginnt die Geschichte, die niemand erwartet hätte. Es gab nämlich einen Haken an AG. Er konnte kein Wort Scots sprechen. Hinter dem mysteriösen Benutzernamen AG verbarg sich lediglich ein amerikanischer Teenager. Seine scheinbar Das finde ich gerade nicht so interessant, ja? Hoffentlich wird es nochmal spannender. Online-Übersetzers. Sie waren grammatikalisch komplett falsch, voll mit erfundenen Wörtern und waren kein Scots, sondern eher eine Mischung aus Englisch und paar schottischen Wörtern. Einer der bekanntesten Online-Übersetzer für Scots, das Online Scots Dictionary, nutzte Wikipedia, um sein Wörterbuch zu vervollständigen. Es gab nun mal nirgends so viele Inhalte auf Scots wie auf Wikipedia. So wollte das Online Scots Dictionary. Komm, Digga, werd mal wieder ein bisschen Scots, es juckt uns nicht, Bro. Harry viele noch fehlende Wörter in ihr Wörterbuch übernehmen. Das Problem war nur, das Scots Wiki war voll mit AGs falschen, ausgedachten Artikeln. Und da diese ausgedachten Wörter nun im Online Scots Dictionary standen, benutzte die schottische Regierung diese Wörter auch auf ihrer Webseite. Ich meine, wer hätte auch damit gerechnet, dass im bekanntesten Online-Übersetzer und im schottischen Wiki ausgedachte Wörter stehen würden? Nachdem das alles herauskam, wurde das Scots Wiki under Review gestellt und ein großer Rewrite.
Der Schocker sagt gerade, ich habe heute 3 rote Punkte in der Nacht gesehen. Die waren so weit weg von ein Stern, wie ein Stern. Nur rot mit 3 Stück voll nah. Okay? PR und Manipulation. Da sind wir doch. In den Tiefen Wikipedias gibt es eine Seite, die nur die Menschen kennt, die tatsächlich Sachen bei Wikipedia bearbeiten. Es handelt sich dabei um so etwas wie ein Verhaltenskodex. 10 Regeln, die man befolgen sollte, wenn man Artikel bearbeitet. Dazu gehört es beispielsweise, immer ausreichend Belege zu liefern oder einen Grundsatz der Neutralität einzuhalten. Besonders einprägsam ist jedoch Regel Nummer 7. Vermeide Eigenwerbung. Man soll keine Wikipedia-Artikel über sich selbst schreiben. Das ist soweit natürlich auch sehr sinnvoll, denn wenn ich in meinen eigenen Wikipedia Artikel schreibe, Vince macht die besten YouTube-Videos, dann, naja, ist das erstmal falsch, denn die besten Videos macht schon Kaiser, aber ich kann das vor allem niemals objektiv beurteilen. Daher die Norm, keine Artikel über sich selbst schreiben. Tja, nur blöd, dass ganz viele deutsche Politiker genau das machen. Zum Beispiel gibt es den Wikipedia-Artikel der Grünpolitikerin Margit Stuttgart. Aha, die deutschen Politiker dürfen ihre eigenen Artikel schreiben, wa? Und wenn man sich die Edit History von ihrem Artikel anguckt, fällt einem was auf. Es gibt, das habe ich schon mal gehört, eine Wikipedia-Nutzerin, die besonders aktiv auf dieser Seite ist. Die Wikipedia-Nutzerin Stumpma, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wer dahinter stecken könnte, fügte zum Beispiel hinzu, dass Margit Stump Expertin für digitale Infrastruktur sei. Ach ja, außerdem, dass Margit Stump Expertin für digitale Infrastruktur sei und dass Margit Stump Expertin für digitale kurz mal selbst gepusht, Langer. Infrastruktur sei. Okay, wenn das so bei Wikipedia steht, dann. Und die Machenschaften, die die Jungs innen am Laufen haben im Hintergrund, so wo die mal Bestechungsgelder angenommen haben oder mal ein bisschen zu oft mit Lobbyleuten gesehen wurden oder Maskendeal eingetütet haben oder was auch immer, die werden natürlich nicht gezeigt, ne? Und ein Lovelock, der die Wahrheit gesagt hat, wird als mieser Verschwörungstheoretiker und Corona-Leugner hingestellt. So läuft das, meine lieben Freunde. Was willst du machen? Muss das ja wohl stimmen, aber it's the Matrix, bro. Es gibt noch jede Menge anderer Beispiele, in denen Politiker etwas euphemistische Ausdrücke wählten. Anfang der 2000er wurde ein Grünpolitiker von einem CDU-Abgeordneten rassistisch angegriffen. Nachdem dieser Skandal jedoch in einem kurzen Absatz auf der Wikipedia-Seite des Grünpolitikers festgehalten wurde, wurde dieser Absatz eines Tages etwas abgeändert. Krass, guck mal! Am 31. August 2000 kam es zu einem Eklat im Landtag, als der CDU-Abgeordnete Clemens Reif während einer Rede Al-Wazirs, dessen Vater aus dem Jemen stammt, einen Zwischenruf machte, der von vielen Anwesenden als "Geht zurück nach Sanaa" verstanden wurde. Reif sagte, er habe einen Student aus Sanaa gerufen. Man habe ihn gar nicht rassistisch angegriffen. Boah, Digga. Es handele sich um ein Missverständnis. Tja, nur blöd, dass es nicht lange dauerte, bis die IP-Adresse des Editors in ein CDU-Landesverband zurückverfolgt werden konnte. Die CDU gab sich daraufhin entsetzt und behauptete, die Änderung hätte einen Praktikant vorgenommen. Naja. Aber nicht nur Politiker und Parteien nutzen Wikipedia für Eigenwerbung, sondern vor allem Unternehmen. So löschte Daimler beispielsweise einen ganzen Abschnitt über Lobbyismus einfach von ihrer Wikipedia-Seite. Eine Tochterfirma von Merkur änderte... Mann, ich bin mir sicher, wenn du genug Geld hast, wenn du das richtige Money und die richtigen Kontakte hast, kannst du deine Wikipedia-Seite so gestalten, wie du möchtest. So. Da gibt es auch keine Hierarchie oder so. Es gibt Leute, die spielen das Spiel außerhalb der Regeln. Die Regeln gelten nur für uns Fußvolk. So, es gibt Leute, die spielen das Spiel ohne Regeln. Ganz einfach. Spielsucht zu zeitweise übertriebenes Spielverhalten ab, weil Spielsucht klingt ja so negativ. Und andere deutsche Unternehmen wie MAN und BASF löschten Teile ihrer Unternehmensgeschichte zwischen 1933 und 1945. Aha. Das ist ja ein krasser Zeitraum. Keine Ahnung, was sie zu dieser Zeit so getrieben haben, aber ihr sollt's scheinbar nicht herausfinden. Das Problem dieser ganzen PR-Edits liegt nicht darin, dass Unternehmen ein bisschen Eigenwerbung machen, sondern dass Wikipedia zur größten Informationsquelle unserer Zeit geworden ist. ChatGPT wurde zu großen Teilen mit Wikipedia-Artikeln trainiert, Sprachassistenten wie Siri und Alexa greifen auf Wikipedia zurück, selbst Gerichte, darunter auch das höchste deutsche Zivil- und Strafgericht, der Bundesgerichtshof, zitieren aus Wikipedia-Artikeln. Was? Echt? Das Bundesgerichtshof zitiert aus Wikipedia-Artikeln, das ist ja... Was bei Wikipedia steht, ist Fakt. Und auch wenn niemals jemand zugeben würde, dass er Wikipedia als Quelle benutzt,
tut es doch heimlich jeder. Auch Journalisten. 2009 wurde der CSU-Politiker Karl Theodor zu Gutenberg neu... Der Gutenberg, der Jutzte, der hat doch seine Arbeit nicht selbst geschrieben, ne? Seine Abschlussarbeit. Wirtschaftsminister der Bundesrepublik Deutschland. Prompt erschien die neueste Ausgabe der Bild-Zeitung, in der man sich über den Namen des Politikers amüsierte. Karl Theodor Maria Nikolaus Johann Jakob Philipp Wilhelm Franz Josef Silvester Freiherr von und zu Gutenberg. Ach, müssen Scheiße. Wir uns diesen Namen merken? Fragte die Bild. Ich kann euch die Antwort geben. Nein, wir müssen uns diese 11 Vornamen nicht merken. Die meisten Leute haben den schon vergessen, den Bruder. Ein Wikipedia-Nutzer dachte sich, es würde eh niemandem auffallen, wenn er zu Gutenbergs 10 Vornamen einen 11. dazu dichten würde. Aber ein richtiger Journalist würde doch niemals Wikipedia als Quelle verwenden, oder? Doch, jeder benutzt Wikipedia. Man will es nur nicht zugeben. Und es ist auch nicht so, als ob nur die Bild-Zeitung auf diesen Fake reinfiel. Nein, die Süddeutsche Zeitung, die Taz und das Handelsblatt übernahmen den falschen Vornamen. Krass, Alter. Die machen einfach Copy-Paste von Wikipedia, oder was? Online schrieb sogar, der Minister würde sich selbst mit dem Namen Wilhelm vorstellen, was gar nicht sein kann, denn er heißt nicht Wilhelm. Aber da der Spiegel diese Behauptung von Wikipedia und wahrscheinlich anderen Zeitungen abschrieb, konnte die falsche Behauptung jetzt wiederum als Quelle bei Wikipedia angeführt werden. Wenn eine Lüge oft genug wiederholt wird, wird sie irgendwann zur Wahrheit. Facts. Wenn in Margit Stumms Artikel steht, sie sei Expertin für digitale Infrastruktur, dann wird sie irgendwann auch so wahrgenommen. Wenn Unternehmen kritische Passagen aus Wikipedia-Artikeln löschen, geraten diese Kritikpunkte irgendwann in Vergessenheit. Hundertprozentig, du kannst damit heutzutage eine Gesellschaft steuern, was bei Wikipedia gesagt wird und was nicht so. Das ist crazy, weil die meisten Leute ihre Informationen halt von Wikipedia holen. Oder auch aus Nachrichten oder wo auch immer, so weißt du. Und wenn die von den mehr oder weniger gleichen Leuten kontrolliert werden, dann wird die Wahrheit irgendwann die Wahrheit sein, die die möchten, dass es die Wahrheit ist, aber es ist vielleicht gar nicht die richtige Wahrheit. Und deswegen musst du ein Querdenker, Schwobler oder Verschwörungstheoretiker sein, damit du die wahre Wahrheit irgendwann vielleicht wenigstens der wahren Wahrheit näher kommst, so, weißt du. Das ist für mich Facts mittlerweile, also wenn du nicht Dinge hinterfragst, die offiziell narrativ sind, dann bist du definitiv irgendwo delusional unterwegs. Und wenn ausgedachte Wörter lange genug bei Wikipedia stehen, übernehmen sie irgendwann Regierung und Sprachmodelle. Das, was bei Wikipedia steht, wird früher oder später zur Wahrheit. Es tut mir leid und ja, ich weiß, Wikipedia ist keine Quelle, aber jeder nutzt Wikipedia als Quelle. Und so. Daher ist es umso wichtiger, dass dieser kollektive Wissensspeicher seinem eigentlichen Zweck treu bleibt und nicht zu einer PR-Maschine verfällt. Ich glaube, da der Zug ist schon abgefahren. Die Frage ist auch, wie Wikipedia etabliert wurde und welche Mächte sich da schon ganz schnell reingekauft haben, damit die das Ding kontrollieren. So, weißt du, mittlerweile gehe ich echt wirklich immer an den Ursprung und da müsste man mal recherchieren, wer überhaupt Wikipedia an den Start gebracht hat und was so das Ziel von der ganzen Sache war, so weißt du? Könnte auch einfach ein Tool sein, um uns die Wahrheit zu verkaufen. So. Ich schwör's dir, Alter. Kianusch hat doch immer gesagt, wir müssen ins Dark Web gehen, ne? Darknet sit in, man, Alter. Da war ich selber noch nie unterwegs. Freunde, schreibt eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Ich küsse eure Zirbeldrüse. War ein interessanter Beitrag, finde ich auf jeden Fall. Liebe geht raus an die Community. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out.